Willkommen zu Plenum TV, das Magazin für Schwaben. Heute mit folgenden Themen: die Energieblockade. Die Grünen werfen der Staatsregierung vor, sie sei ein Totalblockierer in Sachen Windkraft und Stromtrassen. Dann kümmern wir uns um das Bayerische, um das deutsche Diplom, ein alter, renommierter Studienabschluss, den die Freien Wähler wieder entdecken wollen. Und am Ende reden wir über ein wichtiges Thema, über Lebensmittel, die wir in Deutschland und in Europa wegwerfen. 80 Kilo pro Mann und Jahr in Deutschland. Und dazu stellen wir die provokante Frage: Können wir es uns überhaupt leisten, weniger Lebensmittel wegzuwerfen? Beginnen wollen wir mit einem alten, renommierten Studienabschluss, dem deutschen Diplom. Die Freien Wähler wollen diesen Abschluss wieder aktivieren aufgrund der Praxisnähe und aufgrund des bekanntermaßen hervorragenden Renommees, den der deutsche Diplomingenieur beispielsweise in der Welt nach wie vor genieße. Mal sehen, was Bayerns Kultus- und Bildungs- und Wissenschaftsminister Spähnle dazu zu sagen hat. Das Landesparlament könnte ein Diplom beschließen, aber die gemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz über die Anerkennung und Akkreditierung von Studiengängen würden dazu führen, dass diese bayerischen Spezialstudiengänge nicht anerkannt werden. Also das ist gut gemeint, aber kräftig neben dem Ziel. Soweit also Minister Spähnle zum Thema mögliche Wiedereinführung des Diplomabschlusses, und auch im Bayerischen Landtag gehen die Meinungen dazu weit auseinander. Das Diplom hat in einigen Bereichen seine Berechtigung, zum Beispiel beim Diplom-Ingenieur, aber den kann man auch schon nach dem heutigen Recht neben dem Master auch vergeben. Ich glaube, viel wichtiger ist, wir haben eine Vielfalt von Abschlüssen, die sind international kaum noch vergleichbar. Da müssen wir uns wieder ein bisschen konzentrieren. Mittlerweile hat man sich an Bachelor und Master so gewöhnt, dass es nur zur zusätzlichen Verwirrung beitragen würde, wenn man jetzt wiederum durch die Hintertür einen zusätzlichen Diplomstudiengang schaffen würde. Und auch die Wirtschaft sagt ja, entscheidend ist die Qualität der Ausbildung und nicht unbedingt, wie der Abschluss heißt. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt als eine Insel in Bayern das Rad versuchen zurückzudrehen zum alten ehemaligen Diplom. Und deswegen sind wir als SPD-Fraktion für eine Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses, Umsetzung der damit verbundenen Ziele, Verbesserung der Studieninhalte. Und im Übrigen kann der Diplomtitel parallel zum Mastertitel ja verliehen werden, wie das die Technische Universität München bereits tut. Wir haben uns vor einigen Jahren einfach im Rahmen Bologna entschieden, zu sagen, wir wollen einen europäischen Hochschulraum. Wir wollen die Vergleichbarkeit haben. Deswegen Bachelor und Master. Und ich denke, man kann jetzt hier nicht einfach wieder zurück. Verbesserungen durchaus sind immer irgendwo möglich, aber eben, wie gesagt, die Vergleichbarkeit ist auch ein entscheidender Punkt. Und zum anderen müssen wir auch sehen, es ist ja nicht entscheidend, was oben drauf steht, sondern entscheidend muss sein die Qualität, das, was am Ende des Tages rauskommt. Und qualitativ glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind, hier gute Vergleichsrahmen haben, und die Internationalisierung zeigt uns eben auch, dass wir diesen Weg weiter gehen müssen und auch gehen werden. Ich denke an meine eigenen Kinder, die in der Universität sind, zum Beispiel dieses Ziel der Internationalisierung. Man hat die Abschlüsse oder die Studiengänge immer noch nicht so kompatibel gemacht, dass man ohne weiteres von Universität A zu Universität B wechseln kann, oft nicht einmal in Deutschland, geschweige denn ins Ausland. Ja, also da fehlt noch vieles, um diesem Ziel, das ja Bologna so groß angekündigt hat und damals voranbringen wollte, nachzukommen. Also da müssen wir vorankommen. Wir sollten nicht alle fünf Minuten wieder was Neues anfangen. Das gilt für die Schulpolitik, es gilt für die Bildungspolitik insgesamt. Ich glaube, wir haben eine sehr große Vielfalt. Dabei sollten wir es erstmal belassen und nicht wieder irgendwas auf die Tagesordnung setzen. Die Staatsregierung und die CSU sind die Totalblockierer der Energiewende. Diesen Vorwurf machten unlängst die bayerischen Grünen im Landtag. Stimmt gar nicht, empörte sich die CSU. Wir haben in Bayern die meisten Photovoltaikdächer, wir haben die meisten Windkraftstandorte, zumindest viel mehr als in Württemberg. Wir entwickeln die Wasserkraft. Und vielleicht brauchen wir gar keine Stromtrassen, weil wir selber genügend eigenen Ökostrom produzieren. Eine äußerst lebendige Diskussion im Landtag. Ja, die totale Blockade ist Tatsache. Die CSU sagt Nein zu Stromtrassen, sagt Nein zu Windkraft, sagt Nein zu Pumpspeichern. Und hier ist wirklich die totale Blockade gegeben. Wenn die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, die ja nun der Opposition wirklich nicht nahe steht, endlich ein Konzept fordert, dann sollte das der Staatsregierung zu denken geben. Der Wirtschaftsstandort Bayern ist in Gefahr und die Menschen sind in hohem Maße verunsichert.
Das ist natürlich absoluter Unsinn. Also wir haben uns nicht nur gewundert, dass so ein Antrag überhaupt gestellt werden kann, weil er ist einfach jeglicher Kenntnis. Und wenn man sieht eben die Fakten, Bayern ist bereits Spitzenreiter bei den regenerativen Energien. 35% unseres Stromverbrauchs werden aus regenerativen Energien erzeugt. Wir sind Spitzenreiter bei Wasser, Photovoltaik und Geothermie. Und wir sind jetzt eben intensiv mit dem Bund und mit den anderen Ländern in Verhandlungen, wie wir eben die Energiewende weiter vollziehen können. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind natürlich auch selbstbewusst in diesen Verhandlungen und sagen eben bayerische Interessen zuerst. Wir wollen natürlich eine sichere Energieversorgung, auch zum Schutz unserer Unternehmen. Wir haben sehr energieintensive Firmen bei uns in Bayern und vor allem eben auch in Schwaben, wo wir hier eben stark in dieser Wirtschaft vertreten sind. Wir sind das Land in Deutschland, das am meisten Atommüll produziert hat. Und damit wäre es auch nur richtig und wichtig, dass wir den Atommüll wieder zurücknehmen, den wir ja exportiert haben erst zur Wiederaufbereitung. Und jetzt kriegen wir ihn wieder zurück. Das ist ein ganz normaler Weg, ein ganz normales Verfahren. Wenn wir uns dem entgegenstehen, wenn wir das nicht wollen und das auch noch und dazu dabei auch noch die Energiewende in Frage stellen, dann ist es natürlich schon ein ganz großer Tobak. Und das heißt eigentlich die Abkehr von der Energiewende. Und das werden wir Grünen in Bayern auf keinen Fall hinnehmen. Vergangenes Jahr hatten wir 4 Windkraftanlagen im Landkreis Ostallgäu, die ans Netz gegangen sind, auch in diesem Jahr. Also es wird nicht nur diskutiert, sondern es wird trotzdem hier auf dem Weg auch weitergemacht und an den geeigneten Standorten. Und so sehe ich es insgesamt auch bei der Energiewende, diese Nordtrasse und der Südlink und wie man das dann alles auch nennen mag, dass man hier auf einen guten Weg kommt, dass hier auch verträgliche Lösungen für die Bewohner vor Ort auch stattfinden. Und vor allem, ich vertrete ja die Landwirtschaft, dass hier auch verträgliche Lösungen für die Fläche und die Landwirte dann gefunden werden. Und ich glaube, das bedarf manchmal längerer Diskussionen und intensiver Diskussionen. Und dem Prozess sind wir und sind auf der Schlussgeraden bald auch angekommen für Bayern. 1 Milliarde Menschen weltweit hungern und in Deutschland werfen wir tonnenweise Lebensmittel weg. 11 Millionen Tonnen im Jahr oder pro Bundesbürger 84 Kilo Lebensmittel, die jeder Bundesbürger im Jahr hierzulande wegwirft. Warum das so ist und welche Folgen es hätte, wenn wir besser und effizienter mit unseren Lebensmitteln bewusster umgehen würden, das will ich jetzt bereden mit einem Landtagsabgeordneten Johann Häusler. Ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie ebenfalls. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. 1 Milliarde Menschen hungern tagtäglich. Und es ist unverantwortlich, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, wie wir auch Lebensmittel wertschätzen. Ich komme aus einer kleinen bäuerlichen Familie mit 11 Familienmitgliedern. Und meine Großmutter hat uns beigebracht, Lebensmittel, in welcher Form auch immer, dürfen nicht weggeschmissen werden. Die müssen also geachtet werden. Das ist auch noch der Bezug eben zur Produktion, zur Natur und auch zur Ethik. Und ich glaube, davon entfernen wir uns immer mehr, weil wir einfach den Einklang zwischen Natur und Lebensmittelproduktion und Verzehr im Grunde nicht mehr zusammenbringen. Immer weniger Bundesbürger können kochen, können Rohstoffe verwerten. Es ist auch so einfach, im Supermarkt zu kaufen und in der Kühltruhe aufzubewahren. In Frankreich gibt es jetzt dieses Gesetz seit wenigen Tagen erst. Die Supermärkte dürfen keine Lebensmittel mehr wegwerfen. Dort wandert vieles dann zu den Tafeln. Kann das für Bayern ein Ventil sein? Ja gut, das ist auf jeden Fall zumindest mal ein ganz interessanter Ansatz, den sich zu beobachten lohnt. Läuft ja in Bayern und in Deutschland ähnlich, nur ohne eben den entsprechenden Ordnungsrahmen. Es gehen ja im Grunde die meisten Lebensmittel aus den Supermärkten, aus den Großmärkten dann direkt an die Tafeln. Wir sind aber auch in der Lage, so behaupten das zumindest unsere Discounter, mittlerweile durch eine vernünftige Logistik 99% der eingekauften Lebensmittel auch verkaufen zu können. Die meisten weggeworfenen Lebensmittel oder verschwendeten Lebensmittel kommen leider aus den Privathaushalten, weil, genau wie Sie sagen, hier das Bewusstsein ein anderes ist. Wir leben sehr in einer Fastfood-Generation. Welche Hausfrau kann heute noch für eine Familie einen großen Schweinebraten zubereiten, einmal in der Woche, wie das früher war? Und ich glaube, damit fehlt auch ein Stück weit die Kultur. Auch noch die vielen Kochsendungen, die tagtäglich da sind, verschärfen das Bild eher im negativen Sinne, hat man manchmal das Gefühl. Von den weggeworfenen Lebensmitteln sind der überwiegende Teil Gemüse und Obst, aber auch Fleisch. Einiges wird verfüttert, einiges wandert dann in die Biogasanlagen. Und die Hauptgemüse
Wegwerfer, wegwerfenden Stellen, das sind wir Endverbraucher. Das ist gar nicht der Supermarkt, das sind die Endverbraucher über 50%. Was würde denn passieren, wenn wir aber jetzt weniger Lebensmittel kaufen würden, weil wir effizienter umgehen, besser kochen, besser verbrauchen? Ja gut, was würde passieren? Es gibt zwei Schlussfolgerungen daraus. Zum einen, dass wir natürlich auch etwas weniger produzieren müssen. Das ist das eine. Zum anderen, dass wir die Produktion genauer hinterfragen müssen. Und ich glaube, das würde uns unsere Gesellschaft gut tun, hier ein Stück weit zurückzurudern. Aufgrund dieses Geiz ist billig-Syndroms, das wir überall in allen Lebensbereichen bei uns immer wieder nach vorne stellen, haben wir einfach auch diese Einkaufsmentalität, alles was billig ist mitzunehmen. Ob ich es brauche, ob ich es nicht brauche. Das ist interessant, dass Sie sagen, wir müssen weniger verbrauchen. Sie selber haben ja Agrarbetriebswirtschaft studiert in Weinstephan. Sie sind im Grunde ein langjähriger Vertreter der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft. Genau. Kann sich denn der Bauer überhaupt leisten, weniger zu produzieren? Ich dachte, das Gegenteil ist angesagt. Ja gut, wenn ich also meine Berufserfahrung mal 30 Jahre zurückspiele, dann waren damals Schweinehaltungsbetriebe mit 200 Tieren, waren damals existenzielle Betriebe, die ihre Familie ernährt haben, die unsere Kulturlandschaft getragen haben. Heute müssen die Betriebe sich stabilisieren, damit sie den international, den globalen Märkten gerecht werden, und da müssen sie eben entsprechend dann die Produktionsbedingungen anpassen. Sie brauchen größere Flächen, die ganze Flächenkonstellation, sie brauchen dann eine hohe Technisierung und sie brauchen wirklich auch dann manchmal ruinöse Wettbewerbsbedingungen, denen sie widerstehen müssen. Und heute, wenn dann einer mit 1000 Schweinen, ist oft teilweise gar nicht mehr existenzfähig. Und das, glaube ich, diese Spirale, die müssen wir nicht immer weiter nach oben drehen, sondern den Bereich bäuerliche Landwirtschaft vielleicht wieder ein bisschen bewusster diskutieren. Bayern ist ja, das betont ja auch immer wieder die Staatsregierung, geprägt von der bäuerlichen Landwirtschaft. Wir haben eine Kulturlandschaft, die ist geprägt von Rinderhaltung, von Weiden. Können unsere Bauern überhaupt damit klarkommen, wenn es weniger Nachfrage gäbe? Unsere Bauern könnten sehr wohl damit klarkommen, wenn sie auskömmliche Preise dafür bekommen. Und da sind wir genau bei dem Punkt, wenn die Preisgestaltung oder die Anerkennung als Lebensmittel ein Stück weit besser eingeschätzt würde. Und im Bereich Bio, in regionalen Märkten, wir haben ja viele regionale Märkte in den größeren Orten, ja, da sieht man ja, dass diese Wertschätzung da ist. Und die nehmen ja an Bedeutung zu. Das heißt, wir müssen uns insgesamt davon verabschieden, dass wir nur noch 10,5 oder 11% unserer Lebenshaltungskosten ausgeben. Wir geben 13-14% für Urlaub aus und fast genauso viel für Kosmetikas und Hygiene als wie für Lebensmittel. Und ich glaube, das ist auch ein Ansatz, der in unserer Gesellschaft überhaupt nicht ausreichend diskutiert wird. Also für den heimischen Geldbeutel zu Hause, man kann ruhig ein bisschen mehr für Lebensmittel bezahlen, Agrarprodukte. Dafür wird man vielleicht weniger wegwerfen und dann bleibt unterm Strich das Gleiche und man hat allen geholfen. Zwischen 15% und 30% der weggeworfenen Lebensmittel sind teilweise ja noch original verpackt. Und da sieht man ja ganz genau, dass eigentlich nur gekauft wird, weil es gerade billig ist oder weil es gerade im Angebot ist. Ne? Dann wird es einfach mal mitgenommen. Aber es wird nur bewusst eingekauft und damit auch bewusst gekocht, bewusst damit umgegangen. Also wir als bäuerliche Landwirtschaft würde uns das gut tun, wenn wir da ein Stück weit zurücktreten könnten und vor allen Dingen, wenn wir die gesellschaftliche Wertschätzung unserer Lebensmittel wieder nach vorne bringen würden. Vielleicht noch ein Satz am Schluss, Blick über den Tellerrand, ein bisschen weit geblickt nach Afrika. Ja. Wir verhandeln im Moment, wir Europäer, ein Freihandelsabkommen mit Afrika. Zu befürchten ist, dass man dort die kleinen Pflänzchen, die Agrarkultur vernichtet, letztlich mit billiger Lebensmittelimportware aus Europa. Das ist ja genau der gleiche Ansatzpunkt, dass es keinen Sinn macht, dann die Übermengen dann in Entwicklungsländer dort zu transportieren, um dort die heimische Wirtschaft, die heimische Landwirtschaft zu ruinieren, die wir vorher mit Entwicklungshilfemitteln aufgestockt haben, versucht haben zu begründen. Also ich glaube, das ist vollkommen der falsche Ansatz. Die Mengen sind es nicht, die unseren Markt entlasten. Ja, da gibt es andere Möglichkeiten. Herr Häusler, ich bedanke mich für diese Konsequenzen, die Sie uns auch aufgezeigt haben. Es ist sehr einfach, weniger Lebensmittel wegzuwerfen, aber wir haben doch eine ganze Menge von Konsequenzen betont. Es kann funktionieren. Ich bedanke mich aus berufenem Mund, dass Sie da waren. Und damit wollen wir auch schon wieder beenden, unser Plenum TV Magazin hier für Schwaben.